Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich mal wieder. Ich weiß, ich war etwas länger nicht da. Lag unter anderem daran, dass Feiertage waren und ich dann auf Geburtstagen war und auch mal keine Lust hatte, was zu machen. Aber rechtzeitig vor Erlös melde ich mich hier nochmal. Denn bei Erlös wird auf jeden Fall nochmal ein Pull-Video kommen. Und ich wollte einfach mal ein Update geben, was seit dem letzten Video passiert ist. Wenn wir die informativen Videos auslassen, habe ich ja zuletzt Saki gepullt und davor Ruby. Und ich hatte gemeint, ich werde nach Saki nichts mehr pullen. Die Idee war es eigentlich, Lin zu überspringen etc. Aber natürlich ist nicht so gekommen. Der Grund dafür ist, dass ich natürlich neben meinem Frost-Team in Zukunft ja auch andere Teams spielen will. Natürlich immer noch Main Frost spielen, aber baue nebenbei trotzdem mir mein Elektro- und Feuer-Team auf. Physical werde ich wohl kein Team machen erstmal. Da ja auch nur die Shiro, alles andere ist limitiert. Ich habe nichts davon gepullt, weder Claudia noch Lyra. Aber ja, also das ist hier mein Main Frost Team, das kennt ihr ja. Hier ist mein Feuerteam und Lin habe ich eben gepullt, um mir irgendwann ein Volt-Team zu machen. Nämlich Lin C1 nur. Deswegen kommt sie auch nicht in mein Frost-Team rein. Mein Tsubasa ist einfach stärker als C6. Aber immerhin habe ich sie jetzt C1. Das heißt, wenn ich mir mein Volt-Team mal zusammenbauen will, habe ich dann Lin. Noch dazu habe ich vergessen zu erwähnen, ich habe Nemesis beim Rerun einmal gepullt. Und nur um sie zu haben. Damit, wenn sie in den Standard-Banner kommt, ich sie irgendwie rauskaufen kann. Und mein Volt-Team wird eben aus Lin, Nemesis und Samir oder Crow bestehen. Oder ich ziehe vielleicht irgendwann noch einen Volt-Main-DPS, wenn mir einer gefällt. Aber sieht erstmal nicht danach aus. Also ich werde wahrscheinlich Samir oder Crow als Main-DPS spielen, wenn ich mein Volt-Team irgendwann habe. Aber mein Volt-Team wird ja eh mein drittes Team, von dem her ist es nicht so wichtig. Aber das ist eben mein Plan für die Zukunft, deswegen habe ich ja auch Lin gepullt. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Weil ich hatte ja gesagt, ich werde Lin skippen, habe ich jetzt doch nicht. Aber C1 habe ich, soviel ich weiß, auch nur mit einmal Pity geschafft. Und ich habe sie einmal Pity gepullt und dann rausgekauft einmal bei der Hard Pity für 120. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Also es war auf jeden Fall nicht teuer. Nemesis war ich 20 vor Pity, habe ich einfach 20 Pulls gemacht, direkt in der Pity gezogen. War auch super. Und eben wie ihr wisst, kommt ja Lin in wenigen Tagen raus. Und für Lin habe ich schon mal ordentlich was gespart. Wir haben 174 rote Pulls. Dazu haben wir 54 Matrizenpuls und 20.000 Dark Crystals, wie ihr gerade gesehen habt wahrscheinlich. Das sind dann auch umgerechnet 135 Puls, eben Rotkern oder sogar Matrize. Denn der Plan ist es, Erlös zu pullen auf C3 mindestens und dann in ihre Matrizen reinzupullen und dann pulle ich sie eben so hoch, wie ich kann. Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal was auflade, deswegen aber allein nur mit dem Angesparten hoffe ich, dass C3 plus 4er Matrizen-Set für Erlös drin sein sollte. Und dann wird mein Main-Team eben Saki, Frick, Erlös. Also die Tsubasa fliegt hier raus. Ich weiß, dass Saki, Erlös und Lin die beste Kombo ist, aber dafür müsste Lin C6 sein. Und da meine Lin nur C1 ist, sollte und muss eigentlich Frick C4 viel stärker da drin sein als eben Lin. Somit melde ich mich auch ab, das sollte kein ewig langes Video werden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei dem Erlös-Video die Tage, ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.